Prax, bitte komm. Wir erreichen die Halle der Held. Verstanden, Ratchet. Wir treffen uns am Vordereingang und beginnen mit deinem Training. Wir haben den Befehl, Drag Industries in 3 Tagen anzugreifen. Das heißt, ihr zwei bekommt jetzt einen Schnellkurs. Ha, ja genau, wohnt bei Mami 472. Was ist los? Hast du was gegen eine Abtreibung? Hey, Elaris. Hi, Brax. Elaris leitet die Entwicklung unserer Ausrüstung und hilft bei taktischen Fragen. Meistens ersteres. Die Schutztruppen schießen erst und denken dann. Tut mir leid, so sollte das nicht rüberkommen. Was meinst du? Na komm, ich führe dich herum. Auf geht's, Kadett. Machen wir dich fit für die Schutztruppen. Bis später. Wir werden so viel Spaß haben. Dein Protoanzug ist die modernste Kampfrüstung auf dem Markt. Und in allen aktuellen Herbstfarben erhältlich. Cool. Das ist super. Was kommt jetzt? Halo-Sprung in feindliches Gebiet? Suborbitales Kampftraining? Langsam, Kleiner. Jetzt kommt das Grundtraining. Der Captain hat diesen Fitnessparcours entworfen, damit wir körperlich in Topform kommen. Viel Glück. So, wir haben es geschafft, diesen Zug hier abzukoppeln. Jetzt müssen wir hier wieder ans Training. Eigentlich haben wir gehofft, das haben wir hinter uns, aber wir müssen da nochmal durch. Hallo Kadetten, willkommen bei Captain Quarks Fitnessprogramm. Hier werdet ihr sowohl an eurer Körperkraft arbeiten, als auch an eurer Denkkraft. Seid ihr bereit loszulegen? Dann geht's los! Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Okay, der beschwert sich, wenn wir ihn verkloppen. Ja, also wir haben bereits eines der Trainings hier absolviert, wurden daraufhin abgelehnt, weil wir hier eine ziemlich berüchtigte Vergangenheit haben, von der ich persönlich nichts weiß, aber die Metaebene in diesem Spiel, die hier die ganzen Running Gags hier, nehme ich zumindest mal an, mal erklären, ist eher so für Serienkenner und Serienfreunde. Wir auf jeden Fall müssen jetzt hier nochmal durchs Training. Und hoffentlich dann sind wir endlich ein voll ausgerüstetes Crewmitglied für den Captain. Startschuss ist gefallen. Also wagen wir uns mal hier hoch, das kennen wir alles schon. Da ist nichts zu holen. Da ist nächstes hochgesprungen. Glückwunsch zum Erreichen des Gipfels der Gerechtigkeit. Gipfel der Gerechtigkeit, coole Sache. Also das hier ist der Gipfel der Gerechtigkeit. Und der führt uns dort nach unten. Da ist die Drohne. Da schwingen wir uns mal. Das war ein ganz knapper Flug. Kommen hier ins Blumenbeet. Es ist an der Zeit, den Energieturm zu erklimmen. Du musst von Plattform zu Plattform springen. Aber gib Acht, wo du hintrittst. Diese Teile nehmen eine Position ein und gehen dann völlig ohne Vorwarnung über in eine ganz andere Position. Das klingt doch spannend. Davor räumen wir erstmal hier wieder alles leer, was wir hier so finden. Über die Bolts, wie gesagt, also diese Schrauben hier kann ich mich gar nicht beklagen. Wir haben jetzt schon wieder 10.000 Stück zusammen. Die kommen halt im laufenden Band rein, wenn wir hier ordentlich die Sachen kaputt machen. Also als Waffen-Upgrade würde ich das hier wirklich ganz, ganz weit hinten anstellen. Machen wir uns hier zum Energieturm auf. Und das hier hat er gemeint, das kennt man auch schon aus sehr, sehr vielen anderen Sachen. Diese ausfahrbaren Plattformen hier, wo man warten muss, bis sie wieder da sind, und sobald sie da sind, können wir hier weiter hochspringen. Die nehmen wir einfach mal blind. Die fahren jetzt auch schon aus. Dann müssen wir rüber justieren. Die nehmen wir, sobald er wieder rausfährt. Besser wäre es, glaube ich, andersrum, aber macht ja nichts. Die Geschicklichkeit haben wir drauf. Gehen hier ganz easy vorbei. Nähern uns jetzt hier wieder dem Gipfel an. Du hast den Energieturm bezwungen. Geh zur Hauptplattform und hol dir deinen Preis ab. Oh, das war's schon.
Packen wir hier noch ein bisschen was ein und dann flattern wir darüber zu dem fahrenden Zug. Können hier wieder einiges kaputt hauen. Da ist noch was. Außenrum jetzt mal nichts, was hier steht. Als Belohnung wartet hier die goldene Schraube auf uns. Tja, also wir haben es geschafft, Captain. Ja, aber vielleicht kriegen wir dich ja irgendwie kaputt. Also das hat schon mal nicht geklappt. Hier, das Taxi führt uns zurück. Fitnessprogramm verlassen, gehen wir weg. Du hast also gerade meinen Übungsparcours abgeschlossen. Jetzt hast du bestimmt ganz viele Sachen gelernt. Wir treffen uns vor der Halle der Helden. Ich habe eine Aufgabe für dich. So, wir haben die Prüfung bestanden. Da unten steht er bereits, hat hier ebenfalls ein Taxi organisiert. Und ein Flugteil. Allerdings weiß ich auch, als Trophy kann man hier diesen Fitness-Parcours in 70 Sekunden abschließen. Den würde ich gerne nochmal machen. Davor mussten wir ihn ja erstmal ausprobieren, was er so drauf hat. Da können wir wieder ein bisschen was ausrüsten. Ein neues Raritanium dazu holen. Viel dieses Mal gibt es hier nicht zu holen. Wir verbessern hier die Reichweite. Und da nochmal ein bisschen tiefer rein. Und damit sollte der Brutzler jetzt noch mehr verbrennen können als davor. Dafür reichen die Raritaniums nicht ganz. Aber das macht auch nichts. Mr. Zirkon kommt jetzt auch mit ins Gepäck. So, und ich hoffe, wir werden jetzt nicht gleich wieder gestört. Lass Mr. Zirkon die Arbeit machen, ja gerne. Ja, es ist passiert, wie ich es befürchtet habe. Wir wurden hier vom Kapitän hier in eine Zwischensequenz entwickelt oder verwickelt. Und wir werden jetzt hier ganz normal nochmal den Parcours innerhalb von 70 Sekunden absolvieren. Und ich schneide das dann passend zusammen, dass wir dann hier mit dem nächsten Part dann in der Mission weitermachen. Also kümmern wir uns jetzt hier um das hier. Der Startschuss ist gefallen und jetzt zeigen wir uns hier von unserer besten Seite. Das machen wir ganz easy und ganz schnell hier noch einmal durch. Wir müssen dieses Mal auch nicht auf seine Kommandos warten, weil wir kennen den Parcours jetzt. Und weiter geht's. Und das hier ist bereits hier der große Moment, wo wir unsere ganze Geschicklichkeit beweisen müssen, nämlich hier bei den Ausfallbahn-Dingen. Den überspringen wir doch mit Sicherheit. Und hier fährt er aus. Kommen wir auch durch. Da fliegen wir mit dem Propeller drüber. Die fahren jetzt leider rein. Ein bisschen Zeit können wir auch liegen lassen. Da kann man nicht erwarten, dass man hier direkt drüber kommt. Und hier warten wir auch noch mal kurz. Wir müssen jetzt nur einmal noch mit dem Propeller hier rüber und uns die Belohnung abholen, die wir ja bereits haben. Lassen uns hier fallen. So, auf den Schalter und geschafft. Reißen wir wieder zurück. Verlassen hier dann auch die Stadt, damit wir uns hier um unsere nächsten Missionen kümmern können. Ich konnte ja schon reinhören. Wir werden es hier jetzt mit einigen Gegnern zu tun bekommen. Darauf kann man sich doch sicherlich freuen. Wir sind da. Da ist nochmal der Captain zu sehen. Stattlich ist er angezogen. Wir werden uns jetzt dann in den Nebel aufmachen.